Hallihallöchen, ich bin wieder LS22, sind auf der APG Röbels, heute mit dem Mod, was ich letztens vorgestellt habe. Und ja, ich habe noch was vergessen, Simple IC einzuschalten, aber man kann natürlich da auch noch so alles aufmachen hier. Genau, aber heute geht es darum, damit wir da Gärreste fahren. So, und das wollen wir hier mit unseren guten alten ZT 303 und 323 machen. So. So, wir werden hier Gärreste holen und die hier aufs Feld nebenan drauf bringen. So ist der Plan. So, ist jetzt natürlich voll beladen. So wie es aussieht, müssen wir gar keinen Dünger drauf bringen, wir machen das aber. Ja, das sieht ja gut aus. Das sieht ja, wir haben nichts getrunken. Der eiert ein bisschen, der Zettel. Ganz von alleine.
So, das wäre ja beinahe schief gegangen. So, wir werden auch hier schön bei den Bewohnern Gärreste ausbringen. Jeder soll was von haben. So, na der sieht ja gut aus hier mit dem Kalk. So, ich glaube, so ein Zubringerfahrzeug ist wahrscheinlich überflüssig. Obwohl der am Ende vom Feld natürlich den gerade wieder voll machen könnte, dann müsste der gar nicht runterfahren. Müssen wir uns mal überlegen. So, komm schön. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Da ist auf jeden Fall Unkraut oder so. Und hier haben wir jetzt gedüngt 50%. Okay, jetzt geht's wohl helfertechnisch. Gut. Soweit so gut.
aber wir versuchen den zu überholen, dann können wir den auf der anderen Seite hier voll machen. So, wir gucken mal, ob wir das da ja, okay, ist jetzt genau so. Natürlich nicht so viel drin. Weil einfach nicht so viel reinpasst in den kleinen Anhänger. So, funktionieren würde es auf jeden Fall mit dem Zubringen, aber natürlich nicht so viel Volumen.
So, wir machen das vielleicht so, damit wir mit den beiden hier mit den beiden das dahin fahren, aber wenn der andere den Zeugs aufs Feld bringt, sieht ja gut aus. Und gleich noch mal auffüllen.
So, wir werden wieder Gerest hier in den beiden reinmachen und jetzt müsste er theoretisch am anderen Ende vom Feld. Ankommen und da haben wir noch nicht alles voll Gerste gemacht. Da können wir vielleicht sogar noch aufs Feld fahren. Und nachher den anderen betanken. So, da kommt er schon. Okay.
So, noch ordentlich Gärreste drauf machen, dann wächst das nächste Zeug, was wir da eindrüllen, natürlich super. Haben wir nachher schon eine gute Basis im Boden. So, und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.